Ich konnte es nicht freispringen. Da ist nichts zum Freispringen. Nicht mehr. Durch den Patch ist dieser Bug verschwunden. Wie geil. Weißt du noch den Bug, den wir mit Lukas besprochen haben? Der ist weg in dem Fall. Das heißt, der ist jetzt auch physisch weg. Das ist angenehm. Geil, man kann ihn endlich abbauen. Auf jeden Fall habe ich mir diese Bakterien reingeballert. Die haben dazu geführt, dass mein Magen ziemlich in die, meine Verdauung ziemlich in die Gänge gekommen ist und auch das Proteinspalten viel schneller ablief. Oh, hallo. Vielleicht bräuchtest du mal solche darmflorierende. Ich kaufe mir, wenn ich dann vielleicht samstags oder so wieder gesund bin. Ja, ich wickel halt wahrscheinlich. Er muss Samstag sagen, weil sonst könnte sein Chef sagen, ja, aber du kannst doch am Donnerstag und Freitag wieder arbeiten. Also ich habe jetzt Montag bis heute, bis und mit heute, ja, war ich eigentlich, sagen wir so, halbwegs krank. Montag hatte ich, was war das auch schon wieder, Montag war, hatte ich nur ein bisschen Halsweh und war total müde, genau. Ansonsten war nichts. Dienstag ging das wieder weg. Also fast weg. War nur einfach nur tot müde, Halsweh aber weg. Und heute Morgen, ey. Wieder total müde. Am Nachmittag kamen dann Kopfschmerzen dazu. Und etwa um halb fünf Uhr kam dann Schüttelfrost dazu und ja, hast die ganze Fieber? Scheiße. Hm? Fieber habe ich nicht, nö. Okay. Das ist irgendwie das Lustige daran. Fieber habe ich nicht, obwohl Schüttelfrost eigentlich Fieber hätte haben müssen. Also ich habe einfach nur immer kalt gehabt, dann wieder heiß, wieder kalt, wieder heiß. Aber irgendwie war das auch nicht gerade so in. Keine Ahnung. Ich habe einfach echt abwechselnd immer wieder kalt und heiß. Aber keine Kopfschmerzen, kein nichts. So, alle Tiere hier weg. Das ist sehr interessant, was sie mir hier erzählen. Ich tippe mal, als Diagnose, sie sind komplett durchgeknallt. Ja, kommt hin. Und deshalb sind sie nicht geeignet für Twitch. Tut mir leid. Ach so. Ich habe mir übrigens was ganz anderes überlegt, ne? Es gibt ja diverse Abonnements für Musik und Co. Und in jedem Land sind die Gebühren anders. Okay. NordVPN. Ja, nicht nur NordVPN, aber egal. Und dachte mir, yo, wie wäre es, wenn du dir YouTube Premium zum Beispiel mit einem VPN, spielt keine Rolle, über Argentinien kaufst, also halt Argentinien vor August, ne? Und dann zum Beispiel bei Spotify musst du da, geht das nur über Guthaben, weil du musst irgendwie einen Ausweis oder irgend sowas vorweisen, keine Ahnung, irgendeine Nummer. Du musst eine Adresse angeben. Nee, das ist nicht bei Spotify musst du nur das Land angeben. Land wechseln und Kreditkarte oder irgend sowas angeben. Habe ich gemacht, aber dann ging es irgendwie darum, dass man noch irgendwie so eine Nummer eingeben muss, so eine CIE oder irgendwas, irgendeine Scheißnummer, spielt keine Rolle. So, ging nicht, okay. Hab geschaut, YouTube-Musik ist ja auch noch so ein Ding, ne? Und zusätzlich bei YouTube-Musik hast du noch den Zusatz, dass du bei YouTube keine Werbung mehr hast. Also, Win-Win-Situation so gesehen. Ja, und da würde es auch mit meiner Kreditkarte gehen. Hab's ausgetestet, aber ich komme nicht weiter. Keine Ahnung warum. Aber es wäre so nice, ne? YouTube Premium für Familienpaket. Für 1,50 im Monat. Das ist irgendwie kriminell, aber es ist legal. Ey, das ist doch nicht nur. Das ist doch nicht scheiße. Geht doch nicht. Ihr seht morgen Sir Grafs YouTube-Channel gesperrt, meine euch. Nö.
Nein. Aber weißt du, dass sowas möglich ist, ne? Das gleiche Prinzip nutzen Content Creator in Shooter-Spielen, um gegen Noobs zu spielen. Also, weil, jetzt, wenn du zum Beispiel bei Call of Duty in Europa oder Deutschland an oder Schweiz anwesend bist, dann wirst du immer versucht, mit gleich guten Spielern aus Europa verbunden. Mhm. Das ist dann ein Rumgeschwitze, dann kannst du nicht gut spielen. Und du willst ja ein geiles Gameplay haben, dass du deinen Zuschauern zeigen kannst und zeigen kannst, oh, ich bin der Überking und dies und das. Also suchst du dir Noobs. Dann gaukelst du mit einem VPN vor, dass du eine Noob-Lobby hast. Also zum Beispiel, dass dein Standort in Amerika ist. Weil Amerikaner können einfach nicht Computerspiele spielen. Die sind so schlecht. Und dann suchst du noch eine Uhrzeit, also du musst dann einfach hier in Europa zu einer gewissen Uhrzeit dann online sein. Nennen wir es mal die 420-Zeit. Das ist ja also die Standard, beste Zeit, wenn die ganzen Kiffer in Amerika online gehen und so. Ja, viel Spaß. Oh je, hier sind wieder ganz viele Viecher hier hinten. Aber apropos Streaming, Paramount Plus kommt. Was ist denn das jetzt wieder? Paramount für Paramount Picture? Ja. Okay. Lustig. Weil Disney ist mittlerweile der größte. Die wollen damit Disney und Netflix angreifen. Gut, Netflix ist ja auf dem absteigenden Ast. So leid es mir tut. Ja, und Paramount sichert sich damit, dass sie einen Streamingdienst anbieten, die Rechte für ihre Filme wie die von Tom Cruise, da Mission Impossible, SpongeBob. Ja gut. Nur die haben aktuell irgendwie so um die 4000 Serien, die ihnen gehören. Und dann denke ich mir auch, toll, doch ein Streaming Anbieter, den ich abonnieren kann, um nur vielleicht einen fucking Film zu schauen, den die anderen gerade nicht haben, weil sie sich mit Rechten komplett kaputt machen. Ja. Nice. Auf das habe ich gewartet, dass mir nochmal ein Streamingdienst, 8 Euro übrigens kostet der Spaß, aus der Tasche zieht, zusätzlich. Das hat die Welt gebraucht. Ja, für mich reicht... Am Ende hat Warner Bros. Seinen eigenen Streamingdienst, Sony Pictures seinen eigenen, Disney seinen eigenen, Netflix seinen eigenen. Ja. Ja. Hallo? Ah. Und wenn es noch nicht reicht, Nickelodeon und SRF und ach. Und am Schluss zahlst du immer noch Bilag, damit. Also SRF hast du ja immer noch. Apropos, Dingens kommt. Was? Im Replay TV nicht mehr skippbare Werbungen. Ja, das ist klar. Und sonst, wenn du sie skippen willst, bezahl einfach 4 oder 5. Alter, das ist ja die komplette Frechheit. Weißt du? Dann bezahle ich ja schon diese verdammte Scheiße dafür Gebühren, die komplett jener Realität vorbeigehen. Du sagst das immer falsch. Das heißt nicht Seraph, das heißt Seraffen. Aber das ist ein ganz anderes Ding. Sehr geehrte Affen, ja, kommt jetzt rein. Seraphen. Sehr geehrte Affen, ihr müsst wieder ihre jährliche Beiträge bezahlen, damit wir diese Propaganda von jeder alle 30 Minuten im Radio finanzieren können. Und dass wir am Sonntag nichts Besseres zu tun haben, als Reitsport zu zeigen auf SRF. Dafür zahlen wir diesen Quatsch. Ja, auf jeden Fall, du zahlst schon Gebühren, diese Fernsehen-Radio-Gebühren in der Schweiz. Und jetzt kommt nebst denen, damit du überhaupt TV empfangen kannst, brauchst du ja so eine TV-Box, also so Swisscom, Sunrise, UPC. Oder halt die gängigen TV-Gebühren. Übrigens, ne, das sind die einen, die verlangen, sagen wir so 25 oder, nee, der günstigste Anbieter ist mittlerweile Wingo, der hat dreimal mehr als früher gekostet, der war bei 5 pro Monat.
mittlerweile bei 15, weil... Man darf nicht günstiger sein, ja. Genau. Weil der eine reklamiert, zu günstig, ich darf nicht so günstig sein. Genau, mittlerweile bei 15 und Swisscom selbst ist irgendwie bei 25 oder 30 oder irgend sowas. Aber es gibt ja noch die freien, ne, wie Teleboy, Wilma und wie sie alle heißen. Die sind relativ angenehm im Preis, sage ich jetzt mal. Bei vielleicht so maximal 15 im Monat. Das ist je nachdem, ja, kann man auch noch sparen, anstatt halt. Und man ist halt irgendwie so unabhängig davon, ne? Wenn du eine Box hast, eine TV-Box, bist du halt irgendwie. Ja, aber weißt du, ich nebst meinem Dingens, nebst meinem Abo für Fernsehen, dass ich Fernsehen empfangen, habe ich ja noch Blue TV, damit ich Sport, Fußball schauen kann. Ja. Und jetzt wollen die noch einführen, dass ich für skippbare Werbungen zahle. Ja, wollen sie. Ja. Darum sage ich jetzt... Gleichzeitig will auch YouTube einführen, dass du 11 Werbungen hintereinander skippen. Das war ein Test. Das haben sie jetzt wieder beendet. Alter. Checken die überhaupt, dass Werbung keinen Schwanz interessiert? Also, ich schaue die YouTube-Werbung an, weil ich den Content-Creator unterstützen will. So, für seine Arbeit, dass er was kriegt. Ist ja legitim. Aber ja. Wenn ich 11-mal die nicht skippende Werbung sehe und dann wieder so Quatsch kommt wie Raid Shadow Legends, was mich null interessiert. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie so ein Mafia-Game oder komm in die Gruppe und lerne, wie du dein Leben finanzierst. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Kauf dein PDF oder irgendwelche Werbungen. Siehe von irgendwelchen Unternehmen, wo so von dieser Manscaped-Kacke, wie man 3-minütigen Werbeclip machen kann über Intimrasur, was mich eigentlich null juckt, dann... Ach, Manscaped ist noch eine angenehme Werbung. Immerhin kann man da noch schmunzeln. Ja, aber was soll das? Ich könnte heulen, Till. Das führt zu nichts. Das führt einfach zu nichts. Was hat man davon? Wirklich? Was will uns die Werbung dazu sagen? Kauft ihr Raid Shadow Legends? Kann man sie überhaupt kaufen? Ist das nicht kostenlos? Ja, kostenlos mit nur mit Ingame kaufen. Kannst du was reißen in dem Game? Ist das nicht skinmäßig irgendwas? Keine Ahnung. Eieiei, du. Ja, ich weiß ja. Übrigens, es gibt so einen Sound, wenn man jetzt ins Glas läuft. Gab's den schon vorher? Ja, jetzt glaube ich nur noch besser. Jetzt macht es wirklich dumm. Willst du mal schauen, wie ist das Hochregallager aktuell aussieht? Jo, komm mal vorbei. Ich mach eh nur Kisten suchen. Du bereinigst die Sachen, die der Patch nicht bereinigt hat. Ja. Oder hat ich. Jetzt sieht man mal meine Fehler hier im Spiel. Einfach nur irgendwo Kisten rumliegen. Beziehungsweise Inventar voll und immer noch abbauen. So, wow. Eieieiei. Ich hab grad einen Husten einfach des Jahres gehabt, ey. Hab nichts gehört. Ich hab auch gemutet. Boah. So, wo ist das Lager hier? Sag mal, Kollege Schnürschuh. Ja, guck mal. Treppi. Ich weiß nicht, ich war. Ey, das ist echt genial. Mit den Treppen hier. Das. Und vor allem das Geile ist, ja, es wird noch eine Etage geben, wo dann das Verteilding so läuft, dass die Ressourcen dann weiter
geleitet werden zum Weiterverarbeiten.